Hey Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Ja, in der letzten Folge haben wir Mad Monster Mansion komplettiert und ich habe euch gezeigt, wie man diese Welt hier richtig öffnet. Also normalerweise richtig öffnet. Also nicht so, wie ich immer vorher gemacht habe. Und heute betreten wir hier Rusty Bucket Bay. Ich muss ein bisschen vor, ne? So, mit, wie ich finde, dem schlimmsten Puzzleteil. Mit dem wir auch direkt als erstes loslegen. Und zwar der Maschinenraum. Normalerweise ist der ganz einfach, wie man, wenn man weiß wie. Ja? Ich mache trotzdem jetzt als erstes halt. Ich muss zuerst die Dinger langsamer stellen, ne? Wie geht das nochmal? Gegen das da? Oder? Ja, das ist zwar hinten, oder? Ich habe keinen Plan. Nee, ich glaube, das war vorne. Nein, hier ist richtig. Okay. Man kann auch hier irgendwie durch die Wand noch glitschen. Ich weiß nicht mehr wie. Im Livestream hat mir das auch jemand gesagt. Danke nochmal an Pentagramm. Ja. Irgendwie so. Nee, geht nicht. Ich habe das schon tausendmal versucht. Ich sah gerade aus wie so eine Vogelscheuche. Irgendwie. Ich möchte mir nicht mal selbst nachts begegnen. Stellt euch mal vor, ihr wacht mitten in der Nacht auf und seht plötzlich dann sowas. Da bekomme selbst ich von mir selbst Angst. Wenn ich jetzt schon in mein Aufnahmeprogramm reinschaue. Das ist wirklich eine Horrorgestalt. Aber wirklich. Ich könnte wirklich gut in der Geisterbahn. Ich passe gut in die Geisterbahn. Im Horrorfilm passe ich wirklich gut rein. So. Als Matrose. Als Donald Duck. So, erstmal hier das Ding hier mitnehmen. So, Freunde. Das ist ja noch nicht so schwer. Hier bin ich wirklich schon einmal runtergefallen. Das war nicht so witzig. So, ich hasse die Dinger da vorne. Da komme ich nicht dran vorbei. Ne? Hör auf zu rollen jetzt! Na ja, guck, man hört jetzt sogar. Ne, ich runter. Jetzt ganz langsam ein. Ganz langsam. Simon bestimmt. Wie ich irgendwie so komisch in meinem Eiswasserbade-Challenge-Video da geredet habe, ne? Ich war mit dem Kind drin, ich war mit dem Kind drin. Ich will ganz Kopf da rein. Irgendwie voll übertrieben. So. Schalter Nummer 1. Ich darf später nicht in die falsche Richtung laufen. So, hier ist das Ding, ne? Nehmen wir uns das extra Leben mit. Was ist da? Bestimmt noch ein paar Schäden. Vor den Dingern hier habe ich Angst. Ey, komm, ich muss ins Safe-Set mal, aber wirklich. Das war nicht so gewollt, aber ich habe es geschafft. Das war sogar ein Schadenssprung. So nenne ich das immer. Ja? Oder Damage Jump. Ist ja auch egal, wie das nennt. Das Wort habe ich erfunden. Also, ist egal, in welcher Sprache das ihr ausdrückt. Ich habe es halt bei Jumpercraft eingeführt. Wie habe ich das gerade so komisch gesagt? Eingeführt. Eingeführt. Den Fürstentitel habe ich mir selbst gegeben. Komm, schaffe ich noch mal einen Schadenssprung. Nein, nein, nein. Ich habe es mal geschafft, unten auf diesen Rohren zu landen. Oh! Moment mal, da hinten sind noch Noten. Ja, komm, dreh dich um jetzt. Das Ding hier ist wirklich nicht das Einfachste für mich. Vor allem, weil das... Nee, okay. Ist eigentlich genauso schlimm. Nee, es ist nicht so schlimm.
Einmal knapp. Okay, Freunde. Jetzt kommt das Schwierigste. Was? Ich habe extra noch gewartet. Jetzt gehe ich sofort. Nicht mal das kriege ich hin. Wer diese Kamera nicht mitspielt. Gut, das hier ist jetzt auch still, ne? Sehr gut. Gut, ich habe es jetzt eigentlich schon so gut wie geschafft. Wenn ich ihn später wieder nicht da rauskomme. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Diese Richtung, junger Mann. Ach ja, kommt her. Tauchst du in diese Sauce ein, verlierst du ganz schön Luft. Die fallen hier ganz schnell, ne? Ganz sehr Luft fallen. Raus mit dir! Raus mit dir! Raus, 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 raus! Ich war da wirklich mal eingesperrt und bin nicht mehr rausgekommen. Guckt euch das an. Jetzt dreht sich wieder. Ja, Freunde, haben wir doch gut überlebt. Ohne Safe States hätte ich es nicht geschafft. Aber wozu spielen wir denn auf dem Dings hier? Für Safe States. So. Ich mache jetzt zur Sicherheit nochmal ein Safe State, damit ich nicht später irgendwann den falschen Knopf drücke und wieder dann hier anfange. Ja? So, nehmen wir unten den Ginger noch. In dieser Brühe braucht man zweifach Luft. Wir sehen uns dann in der Gruft. Hä? Hat Grundi der Grund jetzt zweimal? Also zwei verschiedene Sätze, aber in einem Gewässer? Okay, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe das noch nie gewusst, dass sie das zweimal sind. Mir waren die zwei Sätze bekannt, aber ich dachte, das wäre zufallsbedingt, was sie übersagt. Na gut. So, aufs Schiff gehen wir jetzt noch nicht. So. Toll, zwei. Das waren drei. Super Zähne. Ja, das Loch sehe ich. So, machen wir einfach noch vier rein. Ja, dann kriegen wir auch die Dinger da. Ich glaube, ich habe das, glaube ich, am Anfang von selbst rausgefunden. Ich weiß aber gar nicht mehr. Oder habe ich nachgeschaut? Nee, nee, ich glaube, ich habe... Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe das selbst entdeckt. Also, ich habe das Spiel schon seit 2009, aber ich habe... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Let's Player erst der 2012. 2012 habe ich die Let's Player erst entdeckt. Wenn es 2012 überhaupt war. Ja, das war schon 2011 oder 12. Ich weiß nicht mehr ganz so recht. Aber irgendwas da war es halt. Ich meine, es war 2012. 2012 an Weihnachten bekam ich dann auch diese alte Kamera. Ja, diese blaue Kamera, womit ihr, die habe ich euch ja letztens noch gezeigt, meine ersten Videos sind damit entstanden, ja. Und da habe ich ja früher immer Videos auf CD gemacht, ja. Ich habe hier einen ganzen Stapel
Nee, habe ich eigentlich nicht mehr. Die sind jetzt alle weg. Von Let's Plays, ja. Okay, von Let's Plays gar nicht so viel, aber andere Videos halt. Ach ja. Was zum? Ein Delfin! Den befreien wir auch mal gerade, denn später vergesse ich den wieder. Ich weiß es jetzt schon. Was? Was war das denn gerade? Früher konnte ich das auch mal richtig gut. Da bin ich einfach nur in der Mitte durchgelaufen und habe direkt irgendwie alle geschlagen. Andere können das richtig gut, ich weiß nicht warum. Alle voll durchgeschlitzt, ey. Danke, Leute. Hier, das habe ich gefunden. Ich gehört euch. Ja, danke sehr. Ja, da schwimmt er mal genau hinter mir. Ich laufe in die Fische rein. So. Honig. Marvin. Einsammeln. Ist Grant Kirkhope nicht irgendwie in der Top 5 der bestbewertesten Musik Videogame-Musik Komponist-Ersteller? Ich weiß auch nicht. Der ist doch in den Top 5, oder? Falscher Knopf, falscher Knopf, falscher Knopf! Nein! So, ah ja, stimmt, das hier. Ganz langsam. Und in aller Ruhe. Ich renne natürlich da lang, ja. Tauch schnell da unten rein, tauch schnell! Ich wollte das gerade gar nicht, aber. Okay. Das Wasser sieht hier. Das Wasser. Das Wasser sieht natürlich hier viel sauberer aus, ist aber genauso dreckig wie draußen, ne? So, hier Flotsam heißt das Ding so. Ich weiß gar nicht. Ich muss zuerst auf die andere Seite den Schalter aktivieren. Guck mal, wie er nicht kommt, ne? Machen wir es halt so! So, Hundschwabe. Bling! Mr. Bling, Bling, Mr. Bling, Bling, Bling. So, da habe ich gar nicht gesehen. Kommt ja aus der Wand da raus. So, jetzt aber einsammeln. Komm, ich krieg die beim ersten Mal. Ich krieg die im First Five fliegen. Seht ihr? Komm, ich. Verdammt! Knapp daneben. Das, wenigstens habe ich meine goldene Feder von eben wieder. Jetzt aber. Ja. Das war's wert. Wo geht's jetzt raus? Da. Ich bin so hart, ja. Mir fehlt ein Leben und ich nehme das nicht mit. Ja. Lasst bitte allen leichter, ja. Das war mega hart. Das hätte sich niemand von euch getraut. Ah! Hilfe, Hilfe! Schnell da drauf auf die Gondel. Nee, wie heißt das Ding? Ich will den einmal töten. Ich habe den ein einziges Mal hab ich das geschafft, den zu killen. Den kann man mit Eiern, kann man den abschießen. Raus, 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 raus. Der ist natürlich so dumm und passt nicht durch das Gitter durch. Ganz erstaunlich, habe ich noch keine Luft verloren. Am nächsten sagen. Bin ruhig wie eine Eule. Und schlau wie ein Pikmin. Also sehr, sehr schlau. Ich habe irgendwie Lust auf Pikmin 1. New Play Control.
Hey, was ich alles schon für Pikmin gemacht habe, ne? Ich habe Pikmin 1 habe ich wahrscheinlich schon dreimal einen Anlauf, glaube ich, gemacht. Habe ich schon dreimal einen Anlauf gemacht oder zweimal, ich weiß nicht. Ich glaube dreimal tatsächlich. Da sind nie mehr Parts ausgekommen als 4 oder 5. Pikmin 2 habe ich noch nie gespielt. Dafür aber Pikmin 3 habe ich auch mal angefangen. Ist klar. Und. Verdammt, ey. Heute ist doch irgendwas los. Ich weiß gar nicht. Und. Hey Pikmin habe ich die Demo mal gespielt. Da wurde schon spekuliert, dass ich Teil 2 absolut nicht mag, weil ich den noch nie gebracht habe. Keine Sorge, der wird irgendwann kommen. Ich besitze das Spiel, das heißt, ich werde es auch zeigen. Ich besitze das Spiel sogar zweimal. Einmal das Original und dann die Wii Edition. Mann, ey, irgendwie habe ich ja kalt. Das gibt's ja nicht. Guck dir. Seht ihr meine Gänsehaut? Ne, ich sehe da nicht, ne? Naja. Ui. TNT. Der lachte irgendwie so wie Julian Bam. Okay. Ich kann das nicht. So, was haben wir da noch? Lauf nicht dagegen. Und lauf nicht. Achso, da geht's weiter. So. Ja, das muss ich jetzt tatsächlich machen. Okay, okay. Da muss ich aber einen Treffer einkassieren. Komm, hoch da, hoch da. Ganz schnell. Und der Hexenschalter. Gut. Nein, nicht einsperren. So, da komme ich nicht hoch. Aufs Schiff gehen wir noch nicht. Nein, nein. Dafür komme ich nicht hoch. Da. Was? 312111. Das ist meine Telefonnummer, Leute. Das ist wirklich mein Telefonnummer. Ja, okay. Können mich alle anrufen? Ich glaube, das hat bestimmt schon mal jemand gemacht. Irgendjemand hat das. Keine Ahnung. Irgendjemand hat bestimmt gedacht, das wäre eine Telefonnummer. Ja, oder eine Handynummer. Und hat das mal eingegeben. Irgendjemand auf der gesamten Welt gibt es bestimmt, der das mal angerufen hat, die Nummer. Ja? 312111. Könnte ja die alte Nummer der Polizei gewesen sein. Ich weiß nicht. Was ist denn heute da draußen los? Zuerst geht irgendein alter Opa mit dem Krickstock ganz schnell vor meiner Tür. Jetzt kracht irgendwas vom Schrank draußen. Ey, ich glaube, ich muss nächstes Mal meine Tür beim Aufnehmen auflassen. Dann sehe ich auch, was da draußen passiert. Ey, das gibt's immer nicht. Was macht meine Mutter mit den Katzen da drin? Ich hoffe, wenn ich nachher... Ich mache immer Pausen zwischen dem Aufnehmen, ja? Zwischen den einzelnen Folgen. Mal immer Pause. Manchmal esse ich was, manchmal trinke ich was, ja, oder hol mir ein neues Glas Wasser hier. Mein Glas Wasser ist jetzt schon wieder leer. Vor der Aufnahme habe ich den letzten Schluck getrunken und war zu faul, wieder aufzustehen und wieder zum Kühlschrank zu rennen. Ich kann die ganze Flasche einfach mitholen. Aber, nee, dann wird das ja wieder Produktplatzierung. Und das wollen wir ja nicht, ne? Was ist das denn jetzt hier? Ah ja, dieser Container hier. Ich wurde auch mal gefragt, was ist deine Hasswelt in Banjo-Kazooie? Und warum? Nee, das warum habe ich mir gerade dazu gedichtet. Das habe ich schon mal gesagt, das ist Clankers Cabin. Warum? Einfach so. Es ist eine Wasserwelt, ja. Erstens ist es eine Wasserwelt.
Zweitens, die Musik gefällt mir nicht. Drittens, diese eine Aufgabe stört. Immer mit dem Tauchen, da muss man nämlich immer wieder hoch und runter, wenn man es nicht schafft, diese Blasen da einzusammeln. Ich muss ja gestehen, also, ich hab's ja schon gesagt, ja. Das hier ist jetzt ein anderer Spielstand, weil mein alter Spielstand wurde ja irgendwie gelöscht, ja. Von Welt 1 bis zur Freezy Peak. Also die letzte Aufnahmesession, ja. Ich will mein Ei wieder haben. Ei! Ah! Ah! Halt! Hä? Dankeschön, ich wollte keine Amiibo. Okay. Ich kann euch ja auch noch mal einen Boss-Glitch zeigen. So, hier haben wir jetzt den einen Ginger drin. Gemein, gemein. Ja, ich bin auch da. Wann kann der Dienst losgehen? Mehr gibt's ja, glaube ich, nicht. Nur Fehler. Ja, ja, gemein. Ich weiß, ihr habt mich schon begrüßt. Nein, danke. Ich will kein Geschenk. Ich will kein Geschenk. Nein! Jetzt hat sie mich umzingelt. Lass mich hoch, bitte. Raus hier! Sofort! Ich hab Angst vor euch! Was sind das für Arbeitskollegen hier? Grüßen freundlich und dann fangen sie an, mich zu beißen. Ich übernehme eure Schicht nicht, ne? Wir haben Samstag, es ist frei, ich hab frei heute. Was? Wie komme ich da hinten hin? Achso. Ich muss aufs Schiff, ne? Ich hätte auf dem Schiff bleiben können. Wäre ich auch hier hingekommen. Wie viele Puzzleteile haben wir denn jetzt hier? 60 Noten, okay. 4. Hm. Ich habe nur noch 2 Leben. Hm. So, ich muss also von hier jetzt dorthin. Komm, wenn wir schon gerade hier sind, können wir das gerade machen, ja? Also. 3, 1, 2, 1, 1, 1. Das könnte wirklich irgendeine, so ein Teleshopping. Fernsehprogrammnummer sein, ja, wo ich immer sagen, rufen Sie diese Nummer an, Dings, Dongs, Dongs, dreimal die 1, dreimal die 8 oder was auch immer, ja. Die Base hat 1, ja. Rufen Sie jetzt an, gewinnen Sie mit Ihrem Glück einen niegelnagelneuen, Bettlaken. Ein niegelnagelneues Bettlaken. Ja. Warte, wie ist die Nummer? Die kenne ich auch auswendig. 01379 3x die 4, 3x die 1, oder 3x die 1, 3x die 4, ich weiß nicht. Und bei RTL ist sie ja, ne, 01379 1001, ja, oder so irgendwie was. Bei DSDS war das immer so, ja. Und die Endziffer ihres Favoriten. Was mache ich denn jetzt hier? Ich bin an Land noch nicht fertig. An Land, ja, wir sind hier auch an Land, wir sind am Schiff, auf dem Schiff. Ach, auch TNT, natürlich. Was haben die denn für ein Schiff hier? Ist das die Titanic oder was? Den hole ich später. Den hole ich gleich. Jetzt stirbt nicht noch das. Jetzt stirbt nicht noch der Falldamage. Ich kann nicht mehr reden.
Dann konnte ich das nicht mehr. Boom. Toll, wenn jetzt Wasser hier reinkommt, dann wird das Schiff untergehen. So. Ich habe keine Eier mehr. Ich brauche auf jeden Fall noch Eier für den Boss. Und zwar 2 oder 3 Stück. Anscheinend bin ich. Jetzt habe ich gar keine Eier mehr. Jetzt habe ich kein Ei mehr, genau. Okay, jetzt wieder. Jetzt drauf gehe. Dankeschön. 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 Okay. Warte, letzte schon. Okay. Da sind alle Gingers an Land. Sehr gut. Das hat sich schief angehört. Das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Ich wusste es. Natürlich mussten sie das einbauen. So, aber wir haben es geschafft. Nein, 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 nein. Kann ich im Rettungsboot hochschwimmen? Ihr müsst eigentlich im Wasser sein. Ja, das müssen wir nicht. Geh da hinten hoch, ne? Der Weg ist gerade. Wetten, dass ich auch wieder runterfalle. Ach, Leute, was ist denn hier los? Ich muss einfach die Musik nachmachen, ja? Was ist das denn? Ah, die Küche. Ja, guten Morgen. Ich hab Angst vor dir. Chef. Ups, halt. So. Was ist das hier? Boom, ein Kühlschrank. Hi, hi. Guten Morgen. So. Nicht da rein, nicht da rein. Soll ich da reingehen? Ja, da gehe ich rein. Guten Morgen. Soll ich dir mal guten Morgen geben? So, das ist Good Morning, das ist Good Nacht. So, Vorsicht. Ohne Scheiß, das Ding hier sieht aus wie aus der einen Minecraft-Mod. Ich weiß gerade nicht welche. Entweder die Harvest Craft-Mod oder die Food Plus-Mod. Dieser eine Gegenstand. Ja, dieses Item. Okay, mehr ist hier nicht. Mehr ist hier nicht. Okay. Freunde, dann würde ich sagen, wir machen dann erstmal weiter in der nächsten Folge. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Banjo-Kazooie. Ja, bis nächstes Mal. Bis dahin, kommt rein und ciao. Irgendwie spontanes Ende, ne?